Glücksnasen da draußen. Ich habe mal wieder eine Scentsy-Lieferung erhalten, diesmal nur eine kleine Kollektion. Aber es ist die Kollektion, auf die ich seit Juli gewartet habe, denn man konnte sie im Juli bereits vorbestellen. Es geht um 4 Wachsbars und ich glaube, viele von euch wissen schon, um was es geht. Naja, es steht ja auch im Titel. Es ist die Harry Potter-Kollektion. Ah, Leute, was soll ich sagen? Ich bin Harry Potter-Fan und ich habe so darauf gewartet. Erstmal schaut mal, wie schön das hier gemacht ist. Dann kann man die Banderole abnehmen. Und dann sieht dieses Pappkartönchen aus wie ein kleiner Koffer. Vorne ist das Hogwarts-Logo. Das Packaging ist echt süß. Wenn man es dann aufmacht, stehen hier nochmal Beschreibungen zu den einzelnen Häusern. Und dann ist hier noch so ein kleines Zettelchen drin. Sehr schön von der Aufmachung her, oder? Und auch die Bars, die zeige ich euch direkt. Nehmen wir sie mal raus. Guckt mal, wie schön die Label geworden sind. Auch die Wachsfarben sind sehr schön. Die zeige ich euch natürlich gleich alle nochmal schön einzeln. So, ich hatte damals im Juli Duftbeschreibungen. Die habe ich auch hier auf meinem Handy. Und hier stehen noch einmal, wie gesagt, die Inhaltsstoffe. Allerdings sehr klein. Ich hoffe, wir bekommen das hin, trotz meiner schlechten Augen. Und wir fangen mal an mit Gryffindor. Also es sind die 4 Hogwarts-Häuser. Ne? Gryffindor in Rot, Gold, das Wappen. Und ein wunderschönes Rot im Wachs. Boah, ich zitter, ich bin so aufgeregt. Und damals die Duftbeschreibung lautete Gryffindor, Tapferkeit und Entschlossenheit. Rase durch gewagte, rauchige Wälder, während Bernstein und ein Hauch von adretten Zimtblättern Wärme auf deine Reise bringen. Und hier im Deckel steht dann Zitronenschale, Zimtblatt, Amber und rauchige Hölzer. Das wäre Gryffindor. Ich habe schon dran gerochen, Leute. Und Gryffindor ist sehr, sehr rauchig, sehr, sehr kokelig. Prinzipiell mag ich Fireside-Düfte. Mir ist allerdings aufgefallen bei Scentsy, dass ich die meisten nicht mag, weil die mir zu kokelig sind. Ich mag eigentlich nur so richtig den Bonfire Beach, glaube ich, heißt der, weil da auch noch so ein bisschen salzige Meeresluft mitkommt, neben dieser rauchigen Note. Der ist sehr angenehm und ich finde es sogar kuschelig. Ja, bei den anderen Fireside-artigen Düften von Scentsy. Und hier weiß ich es im Kalten ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich muss das warm testen, um zu sehen, ob das für mich noch in Ordnung ist oder nicht. Er ist sehr rauchig und ich rieche jetzt auch kein Zimt oder so. Ich rieche vor allem dieses rauchelige, kokelige. Da weiß ich noch nicht, ob der was für mich sein wird. Muss ich testen. Sehr schade. Gryffindor. Dann nehme ich als nächstes Slytherin. In Grün-Silber das Wappen, in Grün das Wachs, wie es sich gehört. Die Duftbeschreibung lautet, Waldhölzer verbergen dunkle Geheimnisse in frischem Eichenmoos und einer süßlich düsteren Schicht tiefer Brombeere. Herrje, lesen muss man können. Und hier drinnen steht, tiefe Brombeere, dunkle Schokolade, frisches Eichenmoos und knackiges Leder. Und ich sage gleich, die Schokolade rieche ich hier überhaupt nicht raus, auch nicht das Leder. Ich rieche vor allem erstmal die Brombeere. Und dahinter was dumpfgrünes, das wird das Eichenmoos sein. Ist prinzipiell ein Duft, der mir gefällt. Den werde ich auch sehr gerne verdüfteln. Es ist aber jetzt nicht, dass ich sage, er ist was super Besonderes. Das leider nicht. Aber Slytherin gefällt mir tatsächlich. Werde ich sehr gerne verdüfteln. Dann kommen wir zu Hufflepuff. Das Wappen in gelb-schwarz gehalten. Und gelb ist auch das Wachs. Die Duftbeschreibung für Hufflepuff ist, die große Halle lockt mit süßen und standhaften Noten von goldenem Apfel, geschlagener Vanille, Mandel und Zimtzucker. Hier in dem Karton steht warmer Zimtzucker, goldener Apfel, weiße Haselnuss und aufgeschlagene Vanillemandel.
klingt ja erstmal nach einem super schönen Foodie-Duft und ich wollte auch, dass er mir gefällt. Ich wollte es wirklich, aber nee, das ist nicht meiner. Der hat eine Unternote. Ich weiß nicht, wo sie herkommt und ich kann sie auch nicht beschreiben. Und ich vermute von der Note, die mir entgegenkommt, dass der auch für so manche Maggi-Nase eine Herausforderung sein könnte. Es könnte Maggi-Alarm kommen. Ich wollte so sehr, dass er mir gefällt und ja, der gefällt mir überhaupt nicht. Nee, es tut mir leid. Also Hufflepuff ist für mich ein Reinfall. Und das letzte Haus ist Ravenclaw in Blau-Bronze und blaues Wachs. Ein sehr schönes Blau, finde ich übrigens. Ein raffiniertes Gebräu aus Wildleder und Sandelholz wird durch ein zartes Vanilleband schön gemildert. Im Karton selber steht dann noch einmal sanfte Vanille, luftiger weißer Moschus, Weihrauch, gespickt mit Sandelholz und Mahagoniholz. Und der ist schön. Als erstes rieche ich das Wildleder. Er hat eine Ledernote. Dann rieche ich die süßliche Note der Vanille. Was ganz leicht Parfümiges, das dürfte das Sandelholz sein. Und was leicht Holziges, das dürften dann die Mahagonihölzer sein. Und der gefällt mir. Beim Weihrauch bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn wahrnehme. Es könnte sein, dass der im Warmzustand vielleicht eine ganz leichte rauchige Note entwickelt. Kalt ist das für mich aber erstmal ein schöner, leicht maskulin angehauchter Duft. Der gefällt mir. Und wäre auch ehrlich gesagt der einzige clubwürdige Kandidat von den vier Düften. Ja, mein Fazit. Ein wunderschönes Packaging. Sehr schöne, gelungene Label, gelungene Wachsfarben, aber bei den Düften, also er wäre für mich wirklich clubwürdig, zumindest nach dem Kaltschnuppern. Warm hatte ich ja noch keinen ausprobiert. Slytherin, wie gesagt, ist ganz schön, aber nichts Besonderes. Bei Gryffindor muss ich schauen, ob das funktioniert für mich mit dieser rauchigen Note. Und Hufflepuff geht für mich leider überhaupt nicht. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich ihn warm testen möchte oder nicht. Ja, heißt für mich leider sehr ernüchternd, ist es nicht die tolle Kollektion, die ich mir vorgestellt habe. Vielleicht war meine Erwartungshaltung auch einfach zu hoch als Harry Potter Fan. Und durch diese lange Wartezeit von Juli bis Februar, ja, wurde die Erwartungshaltung irgendwie auch noch gesteigert. Ich denke, für Harry Potter Fans ist es trotzdem schön, einmal die Kollektion zu haben, weil es sind auch schöne Dekoartikel, ne? Also dieses Köfferchen, aber auch die Bars kann man sich sicher gut als Deko irgendwo hinstellen. Wer mit Harry Potter aber nichts am Hut hat und dem es nur um die Düfte geht, ja, schaut genau hin, was ihr euch bestellt. Ich freue mich trotzdem, dass ich sie habe, auch wenn tatsächlich zwei Düfte nichts für mich zu sein scheinen. Ja, einfach weil ich Potter-Fan bin. Aber es war ein wenig ernüchternd für mich und ich bin sehr gespannt, wer von euch die Kollektion bereits hat und was ihr dazu sagt. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich habe mich schon mit zwei, drei Leuten ausgetauscht, die ein ähnliches Empfinden wie ich habe und die jetzt auch nicht so begeistert sind. Es sind allerdings, wie gesagt, auch Harry Potter-Fans und ja, ich denke, unsere Erwartungshaltung war auch sehr hoch. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Kooperation zwischen Sensi und ich weiß gar nicht, ob es hier mit Warner Brothers oder mit Wizarding World ist, aber dass da noch mehr kommt, vielleicht ja auch zum Kinostart von Fantastische Tierwesen Teil 3. Der soll im April in die Kinos gehen. Und vielleicht kommen dann für mich etwas schönere Kollektionen raus. Ich hoffe sehr darauf. Ja. Das war die Harry Potter Kollektion. Schreibt mir, wie gesagt, was in die Kommentare, vor allem wenn ihr die Kollektion selber zu Hause habt. Sagt mir, was ihr davon haltet. Vor allem sagt mir, was ihr von Hufflepuff haltet. Ich bin keine Maggi-Nase, aber ich glaube, der könnte für Maggi-Nasen ein
Problem darstellen. Wenn ihr das auch so seht oder eben nicht, schreibt es mir wie gesagt sehr gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi!